Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Wipeout HD. Und mir ist zwar Folgendes aufgefallen. Also wir spielen hier nochmal Eliminierung natürlich. Eliminator, sowas in der Art. Mir ist aufgefallen, als ich die Videos hochgeladen habe auf YouTube, dass diese, naja, irgendwie von der Qualität her, weil es ja so schnell vorwärts geht, also hier sehr viel Bewegung drin hat, irgendwie schlecht ist. Und deswegen versuche ich es jetzt auf 4K 60 Frames und schaue, ob das hier besser wird. Klar, die Dateigröße wird größer werden. Es wird auch länger dauern. Von dem her. Also bis ich es hochgeladen habe, bis ich es gerendert habe und so weiter und so fort. Und go! Ja, heute habe ich eigentlich gar kein wirkliches Thema. Ich wollte nur das mal ansprechen. Jedenfalls, vielleicht ist eben euch aufgefallen, die Qualität hier irgendwie... Es sieht nicht so flüssig aus, wobei das eigentlich mit 60 Bilder pro Sekunde sehr flüssig sein sollte. Aber ich hatte das Problem ja auch schon beim anderen Spiel, das ich selber erstellt habe. Wo ich noch leider nicht weitergemacht habe. Aber ja. Und zwar die Heyo Rennballer. Durch ein Video gemacht, da steht auch immer, leider wurde die Qualität auf YouTube schlechter. Das ist eben hier jetzt bei Wipeout auch passiert. Irgendwie, manchen Dingen ist es wieder flüssig und dann wieder nicht. Klar, wenn ihr es jetzt nicht in 1080p 60 Frames schauen könnt, dann sowieso nicht. Und ich dachte mir, ich schaue jetzt mal, wie es mit 4K aussieht. Eigentlich ist das Spiel 1080p 60 Frames. Original, aber ich habe auch schon ein Video bei Rocket League zum Beispiel hochgeladen in 4K, obwohl ich es eigentlich gar nicht in 4K aufgenommen habe. Und da war die Qualität, naja, um einiges, ich sag mal, besser. Irgendwie ist es halt, weil, naja, ich weiß nicht, wie YouTube das irgendwie konventiert oder gemacht. Aber jedenfalls, die Videos, die ich exportiert habe, sind von der Qualität her eigentlich viel besser, als man auf YouTube sieht. Weil YouTube ist immer irgendwie so strichmäßig Qualität. Auch jetzt, wo ich es anschaue hier gerade. Ja, es ist immer noch ein Wochen-Let's Play. Und ja. Interessanterweise habe ich jetzt auch wieder Shooter Let's Play. Oder Wochen-Let's Plays. Aber ich glaube, das habe ich schon eventuell angesprochen. Weiß es gar nicht mehr, weil es ist schon so lange her, wo ich den letzten Part hier gemacht habe. Ich habe nur dann beim Hochladen mal gemerkt und habe mir das kurz angeschaut. Danach, irgendwie die Quali ist so... Oh. Echt. Aber es ist meistens so, ein Spiel... von der Qualität her meistens besser, wenn ihr es selber spielt, als wenn ihr es auf YouTube schaut. Also auch von der Helligkeit her ist immer etwas anders. Stimmt, ich habe die Helligkeit ja gar nicht höher gemacht. Das sieht aber eigentlich doch gut aus. Aber ich werde es trotzdem noch einstellen müssen. Naja, ich versuche es jedenfalls mal in 4K. Müsste jetzt eigentlich nicht einen riesen Unterschied geben, wenn ihr in 4K schaut. Also ich würde euch vielleicht eher empfehlen, die 1080p zu schauen. Vielleicht läuft es aber auch in 4K flüssiger, also dass das Bild aussieht. Ich probiere es dann mal aus, wir werden es vielleicht im nächsten Teil dann euch mitteilen können. Ja, wir sind nur Zweiter von den Punkten. Und ihr merkt auch, man hört die Musik weniger gut, wenn man, naja,
weniger Energie hat, aber das müsste euch eigentlich schon im letzten Part genau aufgefallen sein. Ich bin mir unsicher. Aber es sind auch... Oh, das war knapp. Es sind auch nicht alle... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen will. Ich habe mich verwirrt. Okay. Ich weiß gerade nicht mehr. Mann, das geht doch nicht. Ich meine, ich zucke gerade das gar nicht. Das ist ja wieder nur eine Nachkommentierung im Spiel. Und selbst jetzt verwirre ich mich. Ich könnte euch sagen, dass wenn ich jetzt das live kommentiert hätte, das wäre richtig hier gewesen. Ich wäre weniger gut gewesen im Spiel. Mines. Shield active. Also eins, was ich sagen muss, die Schiffe sind halt hier ziemlich unterschiedlich. Manche haben mehr Energie, manche weniger oder mehr Schild und so. Manche sind so robuster, sag ich mal. Und das hier, der Gleiter hier ist halt überhaupt robust. Ach ja, genau das, was ich sagen wollte. Manche Levels sind halt überhaupt nicht geeignet für die... Wie das? Ich wurde Fünfter. Naja, toll. Der Witz ist, ich spiele eigentlich auf leicht. Ja, ja, auch schon immer gesehen. Oricon. So, nächstes Level. Nächste Map. Den finde ich eigentlich vom Aussehen hier, also jetzt von hinten, nicht mal schlecht. Und zum Steuern ist er auch nicht schlecht. Aber sonst irgendwie von vorne finde ich den jetzt nicht so speziell gut aussehend. Klar, ich habe, glaube ich, hier immer die Unterstützung vom Ding drin. Bei den Stellen ein bisschen. Sonst würde ich da schneller an die Wand fallen. Manche machen das aus. Verstehe ich auch. Aber... Ich weiß noch, wo ich es auf der PlayStation Vita ausgemacht habe. Da gibt es ja auch Wipeout. 2048 ist es, glaube ich. Wenn man es dort ausmacht, dann versage ich einfach. Vor allem finde ich Wipeout 2048 viel schwerer als hier. Weil ich bin dort nie wirklich weit gekommen. Ich glaube, bis zum 2050 knapp hinkommen zwar, aber irgendwie immer mit so, ja, mit Goldmedaillen habe ich selten bekommen, glaube ich, immer so Bronze oder so. Ab und zu mal Silber. Und manche Strecken, die habe ich nie hinbekommen. Also nicht die Strecken, sondern einfach die Spielmodus. Aber auch dieses Wipeout ist ziemlich fordernd. Überhaupt Wipeout. Ziemlich fordernd. Man muss hier auch ziemlich schnell reagieren. Ihr seht jetzt auch. Kann auch ziemlich schnell Energie verlieren und so. Jetzt weiter. So, ich weiß immer noch nicht, in welcher Woche dieses Let's Play dann kommen wird. Oh, der Gleiter da vorne, den mag ich. Eigentlich mein Lieblingsgleiter. Ich glaube... Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Firma dazu gehört. Hier sind nämlich die nach Firmen sortiert. Interessant finde ich aber auch, dass es
seit Beginn, seit Anfang an von Wipeout das schon gab. Die gingen immer davon aus, man hat halt hier verschiedene Firmen, die verschiedene Fahrzeuge herstellen, beziehungsweise wie bei Autos halt. Und das sieht man auch bei Wipeout 2048 gut. Die Entwicklung, wie man sich vorstellt, wird immer am Anfang so als Trailer gezeigt, wie man sich vorstellt, wie sich das Ganze vom Auto bis zu diesen Gleitern hier entwickelt. Noch ziemlich interessant. Ja, jetzt seht ihr ihn auch von vorne, aber von vorne sieht es unglaublich schön. Aber eins, an was die nie gedacht haben, ist, das sind immer nur Einergleiter, also Einmanngleiter. Die müssten mal sowas wie eine ganze Familie oder sowas, irgend so ein Fahrzeug entwickeln. Gut, vielleicht gibt es im Hintergrund irgend sowas. Genau, der mag ich. Immer diese Beschreibung, das Ganze hier funktioniert. Ja, ihr könnt immer noch in die Kommentare schreiben und dürft immer das auch, ob ihr das Video magt, ob ihr das Spiel mögt, ob ihr es vor allem schon kannt, ob ihr die Vorgänger davon kennt. Also ich kenne halt die Nintendo 64 Version. Es gibt eine PSP-Version in die PlayStation Vita, die kam glaube ich später aus. Die HD-Version raus. Man kann aber da online mitzocken. Das finde ich interessant, aber nicht jedes Level leider. Und auch nicht jedes Stück, wie ich glaube. Aber ich kann von PlayStation Vita mit PlayStation 3 Spieler mitzocken. Interessant. Ob das jetzt mit der PlayStation 4 Version auch PS3 Version spielbar ist. Also ich meine jetzt nicht, dass die PS4 das Wipeout für die PS4 auf der PS3 spielbar ist, sondern ob das neue Spiel auch die Möglichkeit gibt, noch mit den PlayStation 3 Spielern dieses Wipeout eigentlich oder die Strecken, die man hier online spielen kann. Vielleicht. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, falls ihr es gekauft habt und wisst. Würde mich interessieren. Ich weiß, dass auf der PS3, genau PS3 war, gab es Minimum ein Wipeout. Und dann PS1 war sicher auch. Aber es gab so viele Wipeout. Manche waren sogar noch mehr 2D als 3D. Also so mehr, ja, so voll oldschool Grafik. Sagen wir mal. Da hat man noch nicht wirklich erkannt, was das Ganze im Hintergrund darstellen könnte. Gut, vielleicht früher schon eher. Aber wenn wir jetzt das, ich sag mal, ihr, womit dieser neuen Grafik aufgewacht seid, die Nintendo 64 nie erlebt habt zum Beispiel, und vielleicht mit der PS3 oder PS2, wo ich sag mal mit der PS3 aufgewacht seid, die werden damit vielleicht nicht so viel anfangen können. Ich jetzt so würde sagen, könnte es. Gibt eben so Spiele, wo früher so mehr 2D als 3D waren, so im Sinn von, wurde zwar 3D effektmäßig angezeigt, aber das sind eigentlich nur so Bilder, die ja gedreht werden, oder soll man das beschreiben? Sehr kompliziert, sicher aufwendig für die damalige Zeit, sonst würden wir sagen, macht ein 3D-Modell und nicht irgendwie 2D-Bilder, die sich bewegen.
Aber ich finde auch immer das Gefühl so. Wie das erste Mario Kart, das kennen ja die meisten gar nicht so gut, vielleicht schon. Aber ich kann damit nichts anfangen, weil es ist mir. Es bewegt sich einfach nur der Hintergrund die ganze Zeit. Und man hat im Prinzip ein Standbild, könnte man sagen. Also die Bewegung, sagen wir, im Spiel fehlt mir so ein bisschen. Weil es keine wirklichen 3D-Objekte sind. Naja, ich muss auch sagen, ich bin eigentlich mit 3D hier aufgewachsen, also Nintendo 64. Später habe ich mir dann mal... meine Familie hat sich eine GameCube gekauft, die haben wir ausgelassen, die wollten wir gar nicht. Aber selbst da waren wir eigentlich hinterher mit der GameCube. Und dann habe ich mir irgendwann eine PlayStation 3 gekauft. Yay. Eigentlich gar noch nicht so lange her, auch wenn es schon mehr als 7 Jahre sind. Ich glaube, 8 Jahre sind schon her. Also ich habe mir die PS3 relativ spät gekauft, als die PS4 dann auch rauskam. Habe ich mir immer noch PS3 Spiele gekauft. Und ich glaube auch, wenn die PS5 rauskommt, dann werde ich mir PS4 Spiele kaufen. Ich bin, was PlayStation anbelangt, eigentlich nie so wirklich aktuell in der Konsole mit dabei. Ja, liebe Leute, das war's denn wieder von Let's Play Wipeout. Genau, ich würde sagen an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wipeout HD. Also macht's gut und wenn ihr mehr sehen möchtet, dann gebt ein Like. Also, tschüss!